Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich hier bei der testralen Zuchtstation. Das dauert allerdings noch ein bisschen und deshalb machen wir mal unsere einfachen Aufträge hier. Und zwar fangen wir mal hier ganz hinten an. Ach, wo kann ich machen? Demis Geist, ich habe noch nicht genug von. Flüchtige Begegnung. Das ist ab 30. Rettet Biscuit, das können wir ruhig mal machen. Retten wir mal Biscuit. Huch, direkt auf die Karte gehen, wo wir hin sollen. Bildkarte. Und das geht bis hier hoch. Das ist schon ein Stückchen. Und da waren wir noch gar nicht, wie man sieht. Feuer und Sünde. Okay, lassen wir hier hingehen und von da aus weiter eiern. Perfekt. Wir können da fliegen. Bloß wir müssen ein bisschen die Nebenquests ein bisschen abhaken, damit wir ein bisschen stärker werden. Für die Hauptquests auch, ne? Denke ich. Kann ich aus den Baumwipfeln rausfliegen? Ja, das kann ich. Perfekt. So, und man sieht, es ist ein bisschen weiter weg, aber mal gucken. Gucken wir, wo Biscuit festgehalten wird. Und dann werden wir die da mal schön malträtieren. Da brauche ich so ein paar Dingssteine nochmal. Das wäre hier. Was ist das denn hier? Ja, aus wie eine Quest hier. Wenn wir weiter runtergehen. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Was ist das denn für eine Quest? Ach, das ist bestimmt die Nacken. Machen wir trotzdem mal. Lass uns die trotzdem mal machen. Wenn wir schon mal hier sind. Gucken, wie stark wir sind. Mit hin. Komm, Trinko. Betäubung. So. Hier gibt es einiges an Sachen. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Aber ich bin, glaube ich, in einer ganz anderen Ecke hier, wo ich gar nicht hin sollte. Das ist eine ganz andere Quest. Aber egal, wir gehen trotzdem jetzt mal nach. Ich habe immer noch mehr Spinnen, aber ich sehe sie alle nicht. Aber irgendwo werden wir die schon finden. Da oben, ne? Aber wir müssen hier unten irgendwas machen. Eine komplett andere Quest. Aber wir machen die trotzdem. Komm, Trinko! Irgendwo eine Höhle geben. Das geht wahrscheinlich eher hier runter. Ich muss einmal ganz kurz gucken, das ist die falsche Quest, ich weiß. Aber ich glaube, das ist die Quest, die wir hier hätten machen sollen. Die hier. Ich meine, das ist diese Quest hier. Ja, das wird sie sein. Gut, dann machen wir die erstmal. Das Flüchtigen. Sieht aus wie diese Höhle da. Kann natürlich eine fette Dings werden. Ein fetter Kampf, aber übrigens trotzdem mal. Das ist ein Waldtroll, okay.
Oh, der hab ich getroffen. Okay. Oh, Mist. Okay. Nein. Oh, jetzt hat er mich aber erwischt. Oh, das war dumm von mir jetzt. Aber ich lebe noch, okay? Nein! Das war's. Oh, verdammt. Okay, der ist 26, aber ich bin ja gar nicht so schwach eigentlich, oder? Bin ja nur ein da unter. Versuche es erneut am letzten Checkpoint starten. Was ist der letzte Checkpoint hier? Da bin ich mal gespannt. Ah, okay. Ja, bessere Ausrüstung, so das hilft alles, das stimmt schon, aber ich wäre gar nicht so schlecht ausgerüstet hier. Guck mal, was ist das? Wir wollen gar nicht gucken. Wir sind da schon eigentlich schon ein relativ hohes Level, aber wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen bessere Zaubersachen und so haben. Aber lass uns das trotzdem nochmal probieren. Ein Getränk, das schafft man jetzt, glaube ich. Also. Muss ja möglich sein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Höhle ist. Aber wohl, das ist die Höhle. Ich muss wahrscheinlich da links weiter gleich. Pass mal auf, man muss ja auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Man kann sich auch einfach reinschleichen, ne? Weil anscheinend... Oh, es geht hier noch nicht irgendwie weiter. Oh, doch mein Zauber gewirkt. Das habe ich getroffen. Endlich. Okay, da war ein bisschen härter Spann als gedacht. Mein großer Freund. Aber ich dachte nicht, dass ich so lange brauche, um den Platz zu machen. Ich dachte, es geht schneller. Bin ich zwar hier drin, aber ich glaube, den sollte ich gar nicht besiegen anscheinend. Das ist nicht die richtige Höhle. Oder? Nee, ist es nicht. Okay, gut. Naja, haben wir den trotzdem erledigt. Wird draußen irgendwo sein. Den falschen Weg gelaufen. Hier hätte ich längst laufen sollen. Müsst ihr euch kämpfen da gegeneinander? Das interessiert uns nicht. Wir sollen jetzt zur Höhle. Nein, los, weiter runter. Gut. Finde die Höhle des Flüchtigen. Das wird hier sein wahrscheinlich. Confringo!
Okay, wir sind in der Höhle des Flüchtigen. Was mit diesem Weg hier? Huhuhu! Da sieht es aus wie ein Gefängnis. Oh, da ist keiner drin. Rebellion. Fiese Unholde. Ja, stimmt. Wir sind richtig hier. Ach, guck mal, da ist der Weg. Der zeigt uns den Weg. Wohin sollen? Confringo! Grazio! Incendio! Confringo! Okay. Ein Mann oder ja, ich dachte, ich müsste den Mann untersuchen, muss ich gar nicht. Sah jetzt so aus, aber es war wohl verkehrt. Da geht's runter. Confringo! Da sind einige hier runtergelaufen, aber einige, die man auch nicht finden kann. Okay, jetzt raus. Wir müssen da hinten rein. Bin gespannt. Das ist bestimmt wieder so eine riesen, fette Patriarchenspinne. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Oh Gott, oh Gott. Warte mal, ich speichere direkt mal hier. Wer weiß, was da jetzt kommt. Nein, Entschuldigung. Da speichern. So, speichern wir mal. Schauen wir mal rein. Das ist also der Flüchtige. Ab jetzt hier so ein Riesenviech. Verdammt, Axt. Das war ja blöd. Und jetzt Checkpoint starten. Das war ja blöd. Probieren wir nochmal. Das ist also der Flüchtige. Ja. Nein! Oh. Ich habe zu wenig Leben, ich brauche mehr Leben, mehr Getränke. Kann ich noch finden, bevor ich da reingehe? Ich guck mal kurz. Meistens findet man ja rundherum so ein paar Getränke noch. Kann ja gut sein, dass ich noch eins finde hier. Weil eigentlich ist die Spinne machbar, fällt mir gerade auf. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier irgendwas noch einsammeln kann.
Confringo! Guck mal. Ob ich noch irgendwas finde. An Getränken. Confringo! Intento! Getrunken! Confringo! Grazie! Confringo! Confringo! Schade, ich dachte, ich könnte hier noch irgendwas einsammeln, so getränketechnisch. Aber wenn das nicht geht, dann machen wir das doch ein bisschen anders. Confringo! Guck mal, da kommen wir rein. Wir haben doch hier auch noch was. Was haben wir denn hier noch alles? Rezept, Alter. Was ist denn das? Ein Zaubertrank, wenn das Trinken erhöht, indem er mit dauerhaft Steinhaut bedeckt wird. Dauert 20 Sekunden. Erhöht den Zauberstandtrink für kurze Zeit. Okay, pass mal auf. Also da hinten, und wir testen hier. Halt! Das ist also der Flüchtige. Und, warte. Ach, warte, noch ein. Ach, da kann ich. Okay, warte, dann mal gucken, was haben wir hier noch? Oh nein. Hier ist weggeballert. Incendio. Confringo. Defundo. Lazio. Incendio. Confringo. Halt. Mal Steinhaut machen hier. Nein. Nein. Mist. Okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie überlisten, aber es klappt anscheinend nicht. Incendio. Incendio. Okay, das war jetzt nicht ganz so geil, aber jetzt werden wir die Spinne nochmal besiegen. Auf eine andere Art, aber vielleicht klappt es trotzdem. Wir haben ja noch alles hier. Lass uns auf jeden Fall mal den Trank als erstes nehmen. Incendio,
ist also der Flüchtige. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Der Flüchtige, der ist echt Level 32, ne? Der ist echt ein bisschen stark vielleicht. Okay. Ich brauche ein paar mehr Tränke, glaube ich. Ich versuche noch einmal. Ich muss noch einmal testen. Das ist also der Flüchtige. Oh, wieso trifft er mich denn gleich sofort schon? Wow. Oh, ich lebe noch. Okay, krass. Okay, ist wirklich hart. Das gebe ich zu. Den versuchen wir wohl jetzt lieber noch nicht nochmal. Den versuchen wir ein bisschen später nochmal. Dann werden wir jetzt erstmal hier aus der Höhle rausgehen. Und hier rausfliegen. Und unsere Quest machen, die wir eigentlich vorhatten. Weil alles andere macht keinen Sinn. So, welche waren das? Rettet Biscuit, das war das so. So, dann retten wir Biscuit erstmal. Weil das ist mir wirklich, das kann ich ja nicht so oft probieren. Dann sterbe ich ja nur noch. Das Lager ist da hinten, okay. Aber die Spinne wird auf jeden Fall noch erledigt. Nicht jetzt, aber später auf jeden Fall. Zumindest, wenn ich ein paar mehr Tränke habe. Das habe ich leider echt zu wenig gehabt. Durchflattern. Oh, schon eine harte Spinne. Das war seine Herausforderung. Warte mal, hier können wir direkt... Oh, das wird unterhaltsam. Levioso! Contringo! Levioso! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Wir machen einmal das hier. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Los, gucken wir mal, was du zu bieten hast. Bin gespannt. Okay, das war's nicht. Rebellion. Doch, das hat irgendwas damit zu tun. Los, was? Contringo! Incendio! Okay, damit nichts. Was für ein Zauber könnte es denn sein? Gefolge! Auch nicht? Lazio. Auch nicht? Levioso! Arresto Moment! Gefolge! Akio! Okay, was ist das denn hier für ein? Rebellion! Was kann das sein? Hier für ein Rätsel. Ich renne mal ganz kurz hoch, da ist ein Dingspunkt. Aber was ist das für ein Rätsel hier? Was haben wir noch hier, was man machen kann? Vingadium Leviosa. Reparo. Lumos.
Ach, warte, ich weiß was. Warte mal. Okay. Nein! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ne, das stimmt. Wir hätten gleich drauf kommen können, ne? Ah, okay. So, jetzt aber zum Wildlagerer, zum Wilderlagerer. Sieht doch schon sehr, sehr gefahrenvoll aus hier. Wilderer, Garnuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Die auch alle so platt machen, oder? Contrinto! Grazio! Incendio! Komm! Incendio! Ego! Contrinto! Grazio! Nein! Es ist Incendio! Contrinto! Alter! Es scheint, als seist du stark unterwegs! Contrinto! Contrinto! Incendio! Nein! Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Du okay, oh. Ganz ehrlich, was mache ich denn die ganze Zeit? Was mache ich denn die ganze Zeit, ey? Ich muss ein bisschen aufpassen beim Kampf jetzt. Obwohl, jetzt hab ich mich gesehen. Contrinto! Langsam gehst du wieder. Incendio! Contrinto! Grazio! Oh, noch mehr hier? Ups. Kann jemand schabern an Contrinto! 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 Ich schäme mich für Contrinto. Dich. Contrinto! Oh, verdammt. Grazio! Getunio! Sein Können ist ganz schön unbeständig, was schätzt. Grazio! Contrinto! Incendio! Contrinto! Grazio! Contrinto! Grazio! Contrinto! Oh! Nein! Alter! Ich muss mich echt stärker machen. Ich bin echt Schwächling geworden, aber ich will es jetzt schaffen. Bei aller Macht. So. Ist doch gar nicht, dass ich sie nicht erledigen kann hier. Revelio. Meine Weisheiten ab sofort lieber für mich.
verschwinden alle kalt. Pleinikus Totalus! Eine Schande, was hier mit diesen hilflosen... So, so geht's auch. Alohomora. Perfekt. Also gut. Wer von euch ist bist? Revelio. Repar. Rette Biscuit, ja, wer ist ein Biscuit? Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Die Frage, wer jetzt Biscuit ist davon, ne? Gucken wir gleich mal. Soll ich das herausfinden, wer davon Biscuit ist? Mal ganz im Ernst. Das ist doch wieder idiotisch gelöst. Na gut. Revelio. Wir brauchen noch diesen anderen Zauber hier, pass auf. Ja, das machen wir noch. Arresto Momento. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Aber das ist doch nicht Biscuit. Revelio. Mal gucken, was da steht. Ich muss nur den Käfig aufstehen und sie dann retten. Ja. Warte. Muss ich die alle jetzt einfangen? Wahrscheinlich, ne? Arresto Momento. Ist alles gut. Hoffentlich rennen die nicht irgendwo in eine Schlucht runter oder so. Das war wirklich ärgerlich. Arresto Momento. Ruhig. Ich tu dir nichts. Arresto Momento. Das war auch nicht. Das glaubt Professor Howe nie. Revelio. Mal gucken, ob hier noch irgendwo einer herumläuft. Komm schon. Da hinten ist noch eins. Läuft da längs. Arresto Momento. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnuff zurück. So, das war da. Okay. Gut, dann können wir über die Karte dahin eiern, oder? Karte von Hogwarts, da.
Nein, Karte, Weltkarte, so. Oxmeet. Ist auch da irgendwie direkt am... Da ist er, genau. Unter der Brücke. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Keine Angst, Biscuit. Ganuff, ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihm gut? Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten diese Wilderer sie wohl lebendig gehäutet. Nicht auszudenken. Zum Glück konnten sie sie rechtzeitig retten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. So schön. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind okay. Ihnen ewig dankbar. Gerne, gerne. Sumpf an der Nordfurt? Was ist da denn? Na gut. Die Karte gucken. Achso, wo habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Brauche ich gar nicht hin. Gut, Aufträge. So, wir können aber kurz hier diese Aufgabe enden. Dafür müssen wir einfach nur zurückgehen ins. Ja, in die Karte und dann zu unserem Raum der Träume, der Wünsche, Entschuldigung. Und da habe ich mich schon, oder müsste jetzt eigentlich, mein Flipendo-Zauber auf mich warten bald. Denn das müsste ich fertig haben, also beziehungsweise das Flussgras ist fertig, ich kann es ernten. Und wenn wir das geerntet haben, dann können wir auch mal gucken, ob die Zucht fertig ist von den Thestralen. Dann haben wir nämlich auch das Fohlen des Todes. Dann haben wir zwei Quests abgeschlossen innerhalb von einer Minute. So. So. Haben wir was zu identifizieren bestimmt, ne? Im Moment brauche ich ihn für nichts. Okay, warum nicht? So. Achso, erstmal unseren. Ding in den Flussgras sammeln. Fabelhaft. So, haben wir auch eingesammelt. Das Gute ist, hier können wir einfach mal Dings einpflanzen. Malvenkraut da. Und hier im mittleren Topf können wir. Nötig einpflanzen. Das auch nochmal. Gut, da wird noch gepflanzt. Und dann einmal raus ins Gehege, das war oben. Gucken uns die Zucht mal an. Die müsste auch fertig sein. Denke ich. Eine Minute 34 Sekunden, okay, fast fertig. Gut, dann lass uns doch mal schauen, was wir hier bekommen haben derzeit. Oh, hier im Raum der Wünsche haben wir auf jeden Fall was geregt. Ordentlich was. Zauber sind billig wegstock, okay. Bin ich? Talente haben wir aber auch bekommen. Wenn wir unsere Zauber mal verstärken hier. Dunkle Künste. Ein Treffer gegen einen Gegner mit dem Kruzifluch setzt ein Geschoss frei, das ist ein Gegner in der Nähe. Ah, okay. Wenn du ein verlorenes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Das ist ziemlich gut. Das machen wir auf jeden Fall mal. Und wenn wir schon hier sind, dann kann ich einmal ganz kurz hier das ändern. Und zwar... Was war das? Blitz, den lassen wir drin und den nehmen wir raus und dann machen wir den Crucio drauf. Auch mal nicht schlecht, oder?
Genau, ich glaube, ich nehme diesen Eisding mal weg und werde den da unten ansetzen. So, wie weit seid ihr hier? Kann ich schon das Fohlen sehen? Diese Zeit geht doch nicht normal. Du hast gerade viel. Guck mal, 1 Minute 10, ne? Geh hier rein. Guck, was hier so ist. Oder pausiert das Spiel in der Zeit? Wahrscheinlich, ne? Okay. Erst passiert tatsächlich hier in der Zeit. Aber ich habe hier ein Tier, das ich rauslassen kann. So. Mondkälber hier draußen. Oh, ich muss diese 50 Sekunden kurz überbrücken hier. Fußball aus Leder. Man kann damit spielen. Oh, gierig die darauf sind. Da wollen alle mitspielen. Wir wahrscheinlich auch gleich. Willst du das Fohlen des Todes haben? Mal gucken. Müsste ja gleich da sein. Aber noch 10 Sekunden dann durch. Spielen die richtig Fußball damit? Guck mal an. Oh, da dreht der Hammer ab. Das ist das Fohlen des Todes. Perfekt. Gut, auch die Quest ist abgeschlossen. Dann können wir Aufträge gucken. Fohlen des Todes. Ach, jetzt muss ich auch noch pflegen und füttern, das Viech, okay. Dachte, ich wäre jetzt mal wieder durch hier. Aber nein. Es muss auch noch durchgefüttert werden hier. Und ein bisschen Futter kriegst du auch noch. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Das tun wir jetzt auch. So. Los, lauf. Da steht ja schon wieder der kleine Hampelmann. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deek. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deek, er könnte das nicht. Doch Deek ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deek seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deek je gesehen hatte. Deek flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deek zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deek sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deek reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deek blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Eine entsetzliche Geschichte, Deek. Mein Beileid. Deek hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deek fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deek hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deek wieder gut machen, was geschehen ist. Vielleicht. So, auch abgeschlossen. Gut. Gucken wir mal ganz kurz hier. Aufträge noch haben hier. So, jetzt haben wir noch flüchtige Begegnungen. Na, okay, das müssen wir mal gucken. Im Schatten der Entdeckung spricht mit Sebastian. Professor Garlicks Aufgabe 2. Dann gehen wir mal zurück zu ihr, damit wir Flupendo lernen. Und dann war es das auch für heute. Das machen wir jetzt noch. Finde ich eine gute Idee.
So. Wo ist da unten? Gut. Freut sie sich voll an Knoblauch. Garlic ist doch Knoblauch, oder? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Warten wir kurz. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Ich wollte eigentlich zu Professor Garlic. Ist sie nicht hier drin? Hä? Wo ist sie denn? Ist sie hier drüben? Weiß ich. Gut, jetzt mal abgeben hier und Flipendolam. Ein Hybrid vielleicht? Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Jeden Fall. Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Bin gespannt. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas... So, Flipendo, 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 Flipendo. Da. Können Sie das kennen? Sehr gut. Halt. Sie hat noch irgendwas für mich. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Hast du doch gerade, du Nuss. Aber ich will trotzdem wollen. Na gut. Die haben wir wieder gemacht, die Quest. Und was will sie von uns hier draußen? Oh, du bist... Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das ist ein bisschen komisch. Rüben statt Füße? Zu komisch. Ich meine, wie furchtbar. Einfach schrecklich. Ihr findet das vielleicht alle komisch, aber die Sache ist wirklich ernst. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff. Als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist.
Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Natürlich. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Ja, meine gerne. Familie steht in deiner Schuld. Gerne, gerne. So, aber das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Marmaduke machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.